2009. Nischni Nowgorod, Russland. Die Bewohner der aktuell sechstgrößten Stadt Russlands entdeckten im Laufe der vergangenen Wochen immer wieder, dass die Gräber ihrer Angehörigen auf öffentlichen Friedhöfen in gewisser Weise manipuliert oder sogar gänzlich umgegraben wurden. Es dauerte nicht lange, bis auch die Behörden von den eigenartigen Vorfällen mitbekommen und mit den Ermittlungen beginnen. Zunächst gehen die Beamten davon aus, dass die Täter zu politisch motivierten Gruppierungen gehören würden, weshalb sie besonders viele Einsatzkräfte mit vielseitiger Spezialisierung und jahrelanger Erfahrung auf den skurrilen Fall ansetzen. Obwohl die Beamten immer weiter ermittelten, konnte auch im Laufe der nächsten 2 Jahre kein nennenswerter Fortschritt gemacht werden. Sie fanden keine brauchbaren Spuren und überall im Land häuften sich die Berichte von Vandalismus auf öffentlichen Friedhöfen. Im Jahr 2011 erhält die Polizei dann einen wichtigen Hinweis. In Nischni Nowgorod sollen erst vor kurzer Zeit weitere Gräber manipuliert worden sein, was die Polizisten bereits kurz nach ihrem Eintreffen auf dem Friedhof bestätigen können, als sie einen Mann im mittleren Alter dabei ertappten, wie dieser die Bilder einiger Verstorbener mit Farbe verunstaltet. Nachdem der Mann von der Polizei gestellt werden konnte, nehmen die Beamten seine Personalien auf. Es handelte sich bei dem Mann um den 45-jährigen Anatoli Moskvin, einem Historiker und Linguisten, der zusammen mit seinen Eltern in einer kleinen Wohnung nicht weit entfernt von dem Friedhof wohnte und in der Vergangenheit bereits an vielen wissenschaftlichen Publikationen und sogar Büchern mitgewirkt hatte. Moskvin unterrichtete an der Nischni Nowgorod Linguistic University als Dozent im Bereich der Forschung zur keltischen Kultur und war parallel immer wieder als Journalist tätig. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, welche dunklen Geheimnisse der angesehene Mann hinter verschlossenen Türen vor der Öffentlichkeit versteckt hielt. Der 45-Jährige befasste sich in seinen Publikationen viel mit Themen rund um den Tod und beschrieb sich selbst als Friedhofsexperten. Er behauptet, niemand in der Stadt kenne die Friedhöfe so gut wie er selbst. Im Jahr 2005 trat ein anderer Forscher und Publizist namens Oleg Ryabov an Anatoli Moskvin heran und bat ihn darum, für ein weitreichendes Forschungsprojekt Verstorbene aus Hunderten von Friedhöfen im Einzugsgebiet der Stadt aufzulisten und möglichst viele Informationen zu sammeln, um die Friedhöfe in gewisser Weise zu katalogisieren. Moskvin nahm den Auftrag an und begann seine große Reise. Er gibt an, zwischen 2005 und 2007 insgesamt 752 Friedhofsbesuche durchgeführt zu haben, wobei er sich Notizen zu allen Verstorbenen machte und sich mit deren Geschichte befasste. Auf seiner Reise sei er an manchen Tagen laut eigenen Angaben bis zu 30 Kilometer weit gelaufen und habe gelegentlich auf Heuballen in leeren Scheunen geschlafen und Regenwasser aus Pfützen getrunken, wenn ihm keine andere Option übrig blieb. Er behauptet, einmalig in dem leeren Sarg einer Person geschlafen zu haben, deren Beerdigung zu diesem Zeitpunkt gerade vorbereitet worden sei. Seine Reisen erfasste er in den Dokumentarreihen Great Walks Around Cemeteries und What the Dead Said. Ebenso schrieb er als Journalist Artikel in dem Journal Necrologies, wo seine Kollegen Moskvins Arbeit als unbezahlbar bezeichnen. Auf seiner Reise zu den verschiedenen Friedhöfen wurde Moskvin häufig von den lokalen Polizisten zu verschiedenen Fällen von Vandalismus und Diebstählen befragt, doch er wurde in all der Zeit nie als Verdächtiger in Betracht gezogen, weil er durch sein Forschungsprojekt eine einigermaßen glaubhafte Erklärung dafür lieferte, warum er sich immer wieder auf verschiedenen Friedhöfen in der Gegend aufhielt. Nun, als Anatoli Moskvin im Jahr 2011 auf frischer Tat ertappt werden konnte, beschloss die Polizei, einen genaueren Blick auf den Mann zu werfen und ihn nach Hause zu begleiten, um seine Wohnung auf relevante Spuren zu untersuchen. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner der Beamten ahnen, welche üblen Ausmaße dieser Fall noch annehmen würde und dass die Details zu den Taten des Anatoli Moskvin noch viel verstörender sein sollten, als sie es sich jemals hätten vorstellen können. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, welche grausamen Funde die Polizisten bei der Durchsuchung von Moskvins Wohnung machen werden und wie Anatoli Moskvins Umfeld sich zu ihm und seinen Verbrechen äußert. Wir werden uns außerdem ansehen, was über seine Kindheit und sein Leben bekannt ist und wie es dazu kommen konnte, dass der einerseits so gebildete Mann mit einem der weltweit schockierendsten Verbrechen als Extrembeispiel in die Kriminalgeschichte einging. Besonders bei diesem Video lohnt es sich, bis zum Ende dran zu bleiben, denn dieser Fall wird nach und nach immer verrückter. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Weiter geht's mit dieser Dokumentation. Nach Anatoli Moskvins Verhaftung begleiteten ihn 8 Ermittler der Polizei zu seiner Wohnung. Als sie die Räumlichkeiten betreten, können sie ihren Augen kaum glauben.
Die gesamte Wohnung ist in einem schrecklichen Zustand. Überall liegen Dinge herum. Bücher, Fachartikel und verschiedene andere Gegenstände stapeln sich nur so in jeder Ecke des Raumes und auf den Möbeln. Der gesamte Fußboden ist mit Gerümpel bedeckt und für die Polizisten erscheint es fast unmöglich, sich innerhalb von Moskwins Wohnung fortzubewegen. Die Beamten waren sich schnell sicher, dass die Suche nach brauchbaren Spuren in dieser chaotischen Wohnung ein einziger Albtraum sein würde. Mit dieser Annahme hatten sie recht, doch der wahre Grund für den Albtraum sollte sich schon wenige Sekunden später herausstellen. Inmitten der Berge aus Büchern, Möbeln und Plastiktüten entdeckten die Ermittler in jedem der Räume unzählige lebensgroße Puppen, von denen einige auf den ersten Blick einen antiken Anschein machten. Viele von ihnen trugen edle Kleidung und Stiefel, manche trugen eine dicke Schicht Make-up auf ihrem Gesicht, das wie auch ihre Hände in Stoff gehüllt war. Überall in Anatoli Moskwins Wohnung saßen diese lebensgroßen Puppen auf verschiedenen Möbeln in unterschiedlichen Körperhaltungen. Als die Polizisten eine der Puppen bewegen, ertönt aus dieser plötzlich eine Melodie. Sie schauen sich die Puppen genauer an und können ihren eigenen Augen kaum glauben, als sie bemerken, was hier wirklich vor sich geht. Bei den bizarren Funden in Moskwins Wohnung handelte es sich nicht wie vermutet um lebensgroße Puppen, sondern um mumifizierte Körper von jungen Frauen, die konserviert und in unterschiedlicher Art und Weise aufbereitet wurden. Moskwin hatte in einige der Körper Musikspieler oder sogar Spielzeuge eingebaut, damit diese bei Berührungen oder Bewegungen Töne oder Melodien erzeugten. Auch andere Objekte wurden in manchen der Körpern gefunden. Eine der Frauen trug ein Stück des eigenen Grabsteins mit ihrem Namen darauf in sich. Bei einer anderen fanden die Ermittler noch ein kleines Schild mit ihrer Todesursache und dem Datum. Zu seinen verstörenden Machenschaften befragt, gab Anatoli Moskwin an, er habe Nylon über die Gesichter der Verstorbenen gelegt, um ihnen danach mit Make-up und Knöpfen oder auch Spielzeugaugen ein puppenartiges Aussehen zu verleihen. Zum Konservieren der Körper nutzte er laut eigenen Angaben ein Gemisch, das unter anderem aus Salz und Backpulver bestand. Insgesamt können die Ermittler die leblosen Körper von 26 Personen in Moskwins Wohnung entdecken, doch schon bald stand Moskwin im Verdacht, sich möglicherweise an bis zu 150 Gräbern zu schaffen gemacht zu haben, da die Polizisten bei der nachfolgenden, gründlichen Untersuchung der Räumlichkeiten viele weitere Spuren entdecken konnten, die mit unterschiedlichen Friedhöfen in Verbindung standen. Neben einer Vielzahl an Fotos und Videos von offenen Gräbern und von menschlichen Körpern besaß Moskwin detaillierte Aufzeichnungen und Anleitungen zur Mumifizierung. Ebenso fand man Karten und Notizen zu Friedhöfen aus der Region. Obwohl die Beamten aufgrund der Spurenlage vermuten, dass die in Moskwins Wohnung gefundenen Verstorbenen aus dem örtlichen Umfeld stammten, konnte zunächst keine der Spuren zu einer eindeutigen Identifikation der individuellen Personen führen. Im Rahmen der polizeilichen Befragung zeigt sich Moskwin kooperativ und erklärt, dass er inzwischen über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren an einigen seiner Puppen gearbeitet habe. Die Polizisten nehmen Moskwin fest und befragen sein Umfeld, um weitere Informationen zu dem abscheulichen Verbrechen zu erhalten, die bei den weiteren Ermittlungen von Relevanz sein können. Als die Ermittler erfahren, dass Moskwin seine Horrorwohnung offiziell mit seinen Eltern teilt, beginnen sie bei diesen mit den weiteren Befragungen. Auf Nachfrage der Polizisten geben seine Eltern an, sie wüssten nichts darüber, wie genau Anatoli an seine vielen Puppen gelangt sei. Seine Eltern selbst seien schon seit vielen Jahren immer wieder über längere Zeit verreist und würden sich somit nur unregelmäßig in der Wohnung aufhalten. Seine 76-jährige Mutter Elvira erklärt: "Wir haben diese Puppen gesehen, aber wir hätten nie gedacht, dass darin Körper sind. Wir dachten, es wäre einfach sein Hobby, solche großen Puppen zu bauen und dachten uns nichts Schlimmes dabei." Parallel liefen die forensischen Untersuchungen in vollem Gange und schnell stellte sich heraus, dass ein paar Schuhe aus Moskwins Wohnung zu den Fußabdrücken passten, die an einigen Tatorten entdeckt werden konnten. Erste Presseberichte sprachen zum damaligen Zeitpunkt von insgesamt 29 in Moskwins Wohnung gefundenen Körpern. Hierbei handelte es sich um einen Fehler, der im Nachgang korrigiert wurde, denn die wahre Anzahl lag bei 26 Personen im Alter zwischen 3 und 25. Eine der Verstorbenen behielt Moskwin dabei nachweislich über einen Zeitraum von über 9 Jahren bei sich. Neben einigen anderen Spitznamen wurde Anatoli Moskwin von der Presse als Herr der Mumien bezeichnet. Die polizeilichen Ermittlungen liefen schon bald weiter und Nachbarn der Familie Moskwin zeigen sich bei der Befragung schockiert. Sie erklären, dass der renommierte Historiker eher still wirkte und sich immer respektvoll verhielt. Seine Eltern seien ebenfalls sehr freundliche Menschen.
Aus der Wohnung hätten sie zwar hin und wieder einen eigenartigen Geruch bemerkt, jedoch sorgte dies nicht für große Verwunderung. Die Nachbarn erklären, es war der Geruch von irgendetwas, das im Keller verrottet, so wie bei vielen Gebäuden aus der Gegend. Ein Mann namens Alexei Yesin, der Herausgeber des Journals Necrologies, für das Moskvin regelmäßig Artikel schrieb, berichtet über Moskvin: Viele seiner Artikel verdeutlichen sein sinnliches Interesse an verstorbenen jungen Frauen, die ich für romantische und irgendwie kindische Fantasien hielt, die von einem begabten Autor beschrieben werden. Ebenfalls erklärt Yesin, Moskvin habe seine Eigenarten, aber er hätte nie gedacht, dass eine dieser Eigenarten die Mumifizierung von 26 Menschen beinhalten würde. Während der gemeinsamen Zusammenarbeit habe Yesin keine konkreten Anzeichen dafür entdeckt, dass Moskvin solche unaussprechlichen Taten begehen könnte. Wie es scheint, galt Moskvin in seinem Umfeld als eigenartiger, aber freundlicher und kompetenter Mensch. Wie kann es also sein, dass der 45-Jährige über Jahrzehnte derartig abscheuliche Taten vollbrachte? Ein Blick in Moskvins Lebensgeschichte und seine frühen Lebensjahre verrät uns skurrile Details und könnte als weiteres Puzzlestück dienen. Über Anatoli Moskvins Lebenslauf sind einige Dinge öffentlich bekannt, jedoch ist die Faktenlage in diesem Bereich nicht ganz eindeutig und viele der Informationen stammen aus Moskvins eigenen Angaben. In diesem Kapitel schauen wir uns nun also die am häufigsten beschriebene Version seiner Lebensgeschichte an, um zu erfahren, wie ein Mensch zu diesen Taten fähig werden kann und wie Anatoli Moskvin seine eigene Wahrnehmung der Vergangenheit beschreibt. Anatoli Moskvin wurde am 1. September 1966 in Nischni Nowgorod als Einzelkind von Elvira und Juri Moskvin geboren. Seine Kindheit wird allgemein als vergleichsweise unauffällig beschrieben. Er sei von seinen Eltern meist gut umsorgt worden und in der Schule habe es die ersten Jahre über zunächst keine Probleme gegeben. Der junge Anatoli galt schnell als einer der besten Schüler seiner Klasse, jedoch fiel es ihm schwer, Freunde zu finden und mit anderen Menschen zu sprechen. Seine Eltern machten sich in dieser Hinsicht nur wenig Sorgen, denn sie dachten, Anatoli sei einfach schon zu reif für sein Umfeld. Er verbrachte einen großen Teil seiner Freizeit mit dem Lesen und bis zu seiner Jugend hatte er sich bereits mehrere Sprachen selbst beigebracht, die er unterschiedlich gut beherrschte. Anatolis Eltern berichten, dass dieser in seiner Jugend regelmäßig unter Wutausbrüchen litt. Moskvin selbst äußert sich ebenfalls hierzu und erklärt, er habe in jungen Jahren allgemein eine glückliche Zeit gehabt, bis mehrere traumatische Erfahrungen alles für ihn änderten. Auf dem Heimweg sei er eines Tages von einem Mann überfallen worden, der sich im Anschluss an ihm verging. Seiner Familie habe er zuvor noch nie von dem Vorfall erzählt. Der zweite dramatische Vorfall habe sich am 4. März 1979 ereignet. Moskvin berichtet, er sei an diesem Tag auf einem Ausflug mit seiner Klasse gewesen. Danach sei etwas geschehen, das Anatoli wie folgt beschreibt. Auf seinem Weg traf Anatoli auf eine Gruppe von Männern, die ihn dazu brachten, mit ihnen mitzugehen. Sie führten ihn zu der Beerdigung eines jungen Mädchens namens Natascha Petrova, die bei einem Unfall ums Leben kam und die Anatoli zuvor noch nie gesehen hatte. Anatoli sei zu Nataschas offenen Sarg gebracht worden, wo er verängstigt auf deren Körper starrte, während die Gäste um ihn herum Lieder in einer Sprache sang, die er nicht verstand. Die Mutter der Verstorbenen sei dann auf Anatoli zugegangen und habe ihn darum gebeten, sich zu dem leblosen Körper hinunterzubeugen und Natascha zu küssen. Anatoli habe daraufhin angefangen zu weinen, woraufhin einige der Gäste sein Gesicht in Richtung ihres Kopfes drückten und ihn zwangen, Natascha dreimal auf die Stirn zu küssen. Nataschas Mutter küsste nun auch Anatoli auf die Stirn und überreichte ihm einen Apfel, den Anatoli als eine Art Belohnung ansah. Anschließend zog sie zwei Ringe aus ihrer Tasche, steckte einen der Ringe an Anatolis Finger und den anderen an den leblosen Finger ihrer Tochter. Die Mutter erklärte Anatoli, dass er und Natascha nun verheiratet seien, bevor sie ihm Geld und Obst überreichte und ihn schließlich gehen ließ. Natascha Petrovas Mutter verstarb bereits im Jahr 1990, weshalb im Rahmen der Ermittlungen nicht genau geklärt werden konnte, ob sich dieses bizarre Ereignis tatsächlich, wie von Moskvin beschrieben, zugetragen hat. Seine Version der Geschehnisse dieses Tages erinnert stark an einen alten Brauch, der unter der Bezeichnung Totenhochzeit bekannt ist. Hierbei handelt es sich einfach gesagt um eine hochzeitsartige Zeremonie für Personen, die noch vor ihrer Eheschließung verstorben sind. In der Zeit zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert scheint dieser Brauch besonders populär gewesen zu sein, als die allgemeine Annahme vorherrschte, dass ein Menschenleben erst nach einer kirchlichen Eheschließung wirklich glücklich und vollständig sei.
Moskwin berichtet, er sei nach diesem skurrilen Erlebnis traumatisiert nach Hause gegangen und er erlebte in den nachfolgenden Nächten immer wieder den gleichen Albtraum. Seit dem Vorfall tauchte die junge Natascha immer wieder in seinen Träumen auf und bat ihn jedes Mal darum, zu dem Friedhof zurückzukehren und dort magische Rituale für sie auszuüben. Moskwin erklärt, dass die Figur in seinem Traum versprochen hatte, ihm die magischen Rituale beizubringen, doch der junge Anatoli wollte dies nicht tun und auch nicht zu dem Friedhof zurückgehen. Nachdem er Nacht für Nacht immer wieder denselben Traum hatte und sich dabei jedes Mal weigerte, Nataschas Forderung nachzukommen, sei diese von Traum zu Traum immer wütender geworden, bis Anatoli die ständigen Albträume nicht mehr aushielt und schließlich nachgab. Noch am nächsten Morgen ging er zurück zu dem Dorf, in dem Nataschas Beerdigung stattgefunden hatte, und führte die Rituale aus, die das Mädchen ihm im Traum beschrieben hatte. Anatoli hoffte, dass die Albträume nun aufhören würden. Und tatsächlich. Als er am selben Abend schlafen ging, träumte er zum ersten Mal seit Wochen nicht mehr von ihr. Einige Nächte lang hatte Anatoli Ruhe. Dann kehrten die Albträume schließlich zurück, in denen Natascha weiterhin von Anatoli forderte, dass er magische Rituale von ihr lernt und durchführt. Als sich der junge Anatoli nun nicht mehr zu helfen weiß, berichtet er seinen Eltern von den beunruhigenden Träumen, doch die Beerdigung des Mädchens behielt er für sich. Seine Eltern brachten ihn zu einem Psychologen, mit dessen Hilfe der Junge Schlafmedikation verschrieben bekam, da er so große Angst vor weiteren Albträumen hatte, dass er nicht mehr einschlafen konnte. Der Psychologe schenkte der Thematik keine tiefere Beachtung, denn er ging davon aus, dass es sich hierbei um reguläre Albträume handelte, die er in Anbetracht von Anatolis Alter nicht ungewöhnlich fand. Gegenüber den Eltern erklärt der Psychologe, dass diese Träume in den meisten Fällen von alleine wieder verschwinden würden, sobald Anatoli älter wird. Er und seine Eltern kehren nun zurück nach Hause und Anatoli fühlt sich genauso ängstlich wie zuvor. Durch die neuen Medikamente kann er in dieser Nacht zumindest wieder einschlafen, doch es kam, wie es kommen musste, und erneut träumte er von Natascha. Diesmal verspricht sie, Anatoli in Zukunft in Ruhe zu lassen und statt ihm eine andere Person in ihren Träumen heimzusuchen, wenn er einwilligt, ein letztes Ritual für sie durchzuführen. Moskwin berichtet, dass er auch diesmal ihrer Forderung nachkam und tatsächlich habe er seit diesem Tag nicht mehr von Natascha geträumt. In den nachfolgenden Jahren wurde Anatoli durch seine Erfahrungen wie besessen von Themen rund um den Tod und Okkultismus. Obwohl er nach wie vor Angst vor Natascha hatte, besuchte er regelmäßig ihr Grab, woraufhin er nach und nach eine große Faszination für Friedhöfe entwickelte, bis er sich irgendwann schließlich nur noch an diesen Orten wirklich zufrieden und entspannt fühlte. Einige Jahre später beginnt Moskwin sein Studium der Linguistik und Geschichte an der Moskau State University. Immer wieder denkt er an seine bizarren Erinnerungen und mit seinem steigenden Interesse an okkulten Themen bereut er es immer mehr, Natascha damals aus seinen Träumen abgestoßen zu haben, da er sie rückblickend für eine potenziell großartige Lehrerin für magische Rituale ansah. An der Universität schrieb Moskwin meist sehr gute Noten und er beherrschte zeitweise bis zu 13 verschiedene Sprachen auf unterschiedlichem Niveau. Nebenbei begann er als Journalist zu arbeiten, wo er Artikel zu Themen rund um den Tod veröffentlichte und parallel auch als Korrespondent für ein Nachrichtenblatt tätig war. Unter diesem journalistischen Vorwand hatte er eine gute Begründung dafür, regelmäßig auf verschiedenen Friedhöfen Zeit zu verbringen. In dieser Phase seines Lebens erhielt Moskwin dann schließlich das Jobangebot von Oleg Ryabov, bei dem er durch das Land reisen sollte, um verschiedene Friedhöfe aufzusuchen und dort Informationen zu den Verstorbenen zu sammeln. Bei seinen späteren Befragungen wird Moskwin erklären, er habe all diese Dinge getan, weil er darauf wartete, dass eine Möglichkeit zur Wiederbelebung von Menschen gefunden wird. Entweder durch die Wissenschaft oder durch schwarze Magie. In seinen Forschungen zu keltischen Kulturen an der Universität habe er gelernt, dass alte Druiden damals auf Gräbern von Verstorbenen schliefen, um mit deren Seelen zu kommunizieren. Ebenfalls berichtet er, dass er von antiken Kulturen aus Sibirien las, die ähnliche Rituale durchführten. Moskwin gibt an, er habe sich mit diesem Wissen dazu entschlossen, Friedhöfe aufzusuchen, auf denen kürzlich verstorbene Personen zur Ruhe gesetzt wurden. Auf manchen dieser Friedhöfe habe er wahrgenommen, dass einige der Verstorbenen zu ihm sprachen. In diesen Situationen schlief Anatoli dann häufig auf dem jeweiligen Grab, da er herausfinden wollte, ob die Seele der verstorbenen Person wieder in die Welt der Lebenden zurückkehren möchte. Moskwin erklärt, dass er dies bereits seit über 20 Jahren tat und dass er die Seele der Person in seinen Gesprächen immer erst um Erlaubnis gebeten hat, bevor er das Grab aushob und den Körper des Menschen ausgrub.
Mit seinem fortschreitenden Alter sei es dann immer schwieriger geworden, auf den kalten und harten Gräbern zu schlafen, weshalb Moskwin schließlich dazu überging, die leblosen Körper zu sich mit nach Hause zu nehmen. Anatoli Moskwin erklärt in diesem Kontext, dass er hoffte, die Seelen könnten eher dazu bereit sein, mit ihm zu sprechen, wenn sie sich in seinem sicheren Zuhause befinden, und dass er sie viel besser hören könnte, wenn sie nicht mehrere Meter tief unter der Erde liegen. Mit diesem neuen Plan machte sich Moskwin an die Arbeit und begann, die ersten Menschen auszugraben. Er recherchierte Methoden, um die Körper zu konservieren, und lagerte diese an trockenen Orten nahe des Friedhofes, bis sie trocken genug waren, um sie mit zu sich in die eigene Wohnung zu nehmen. Moskwin nutzte verschiedene Techniken, um die leblosen Personen in eine Art Puppe zu verwandeln, damit diese sich wohlfühlten und einen funktionierenden Körper besaßen, sobald endlich eine Möglichkeit gefunden werden würde, Menschen wiederzubeleben. Er nutzte Stoff und Tücher, um den Körpern nach der Konservierung wieder einiges an Volumen zuzuführen, und bastelte Gesichtsmasken aus Wachs, die er im Anschluss mit Nagellack bemalte. Nachdem er den Verstorbenen gepflegte Kleidung und verschiedenartige Perücken anzog, wirkten diese wie lebensgroße Puppen, und es war nicht mehr auf den ersten Blick ersichtlich, dass es sich hierbei in Wahrheit um die Körper echter Menschen handelte. Bei der Befragung durch die Polizei gibt Anatoli an, ihm sei in all der Zeit durchaus bewusst gewesen, dass seine bizarren Taten gegen das Gesetz verstoßen, jedoch habe er wahrgenommen, dass die Verstorbenen um seine Hilfe riefen, und er empfand, dass die Rettung ihrer Seelen wichtiger gewesen sei als das Gesetz. Laut eigenen Angaben habe Moskwin sich sehr einsam gefühlt, und sein größter Traum sei es gewesen, eine Tochter zu haben. Angeblich sei er jedoch nicht als Adoptivvater zugelassen worden, da er nicht verheiratet war und nicht genug Geld verdiente. Auf Nachfrage der Polizisten erklärt Moskwin, dass er nie eine intime Anziehung zu den leblosen Körpern verspürt habe und er sich stattdessen in der Rolle des liebenden Vaters wahrgenommen hatte. Mit den ausgegrabenen und konservierten Personen habe er in seiner Wohnung aktiv gesprochen, ihnen vorgesungen und gemeinsam mit ihnen ferngesehen. Er schuf sich eine Art eigene Familie und gab jeder Person einen Namen sowie eine eigene Lebensgeschichte. Innerhalb seiner neuen Familie gab es zudem Hierarchien, und Moskwin entwickelte für sie alle eine eigene, gemeinsame Sprache. Obwohl er die einzige Person in der Gruppe war, die echtes Essen zu sich nehmen konnte, bot er den Verstorbenen laut eigenen Angaben aus Respekt trotzdem etwas zu essen an. Nach wie vor wollte er ein guter Vater sein. Anatoli Moskwin wird sich später dazu äußern und sagt: "Ich habe mit ihnen gemacht, was ich auch mit lebenden Menschen machen würde. Ich dachte, sie sind am Leben, nur temporär tot." Über die Jahre hinterließ Moskwin zudem handgeschriebene Notizen an den Gräbern. Er stellte sich vor, wie alt die Personen wären, wenn sie noch leben würden, und schrieb Dinge wie: "Ich wünsche dir viel Glück für das kommende Jahr." In einem Fall wurde er sogar wütend auf ein Elternpaar, nachdem dieses keinen Grabstein für ihre verstorbene Tochter gekauft hatten. Moskwin schrieb: "Wenn ihr hier kein imposantes Monument für sie aufbaut, wie sie es verdient, werden wir ihren Körper ausgraben." Im Laufe der Ermittlungen wird den beteiligten Polizisten schnell klar, dass Anatoli Moskwin ein ganz anderes Bild von der Realität hatte als die Menschen um ihn herum. Vor Gericht wird er in 44 verschiedenen Punkten, unter anderem der Entweihung von Gräbern und menschlichen Körpern, angeklagt, woraufhin ihm zum damaligen Zeitpunkt eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren drohte. Seiner Schuld schien er sich nicht bewusst zu sein. Stattdessen verteidigte er seine Entscheidungen und erklärte: "Ihr habt eure Kinder verlassen. Ich habe sie nach Hause gebracht und aufgewärmt." Im Rahmen der Verhandlungen wurden nun auch psychiatrische Gutachten vorgelegt, die unter anderem zu der Einschätzung kommen, dass Anatoli Moskwin unter Schizophrenie leidet und er unter Anbetracht aller Umstände juristisch als nicht zurechnungsfähig gilt. Die Gerichtsverhandlung endete mit der Anordnung, dass Moskwin zunächst auf unbestimmte Zeit zur Untersuchung und Behandlung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, wobei in Zukunft regelmäßig geprüft werden sollte, ob eine Verlängerung seines Aufenthaltes zu empfehlen ist. Wie durch das Gericht verordnet, wird Anatoli Moskwin schon kurze Zeit später als Patient einer forensischen Psychiatrie aufgenommen und verbringt dort einige Zeit, bevor im Jahr 2013 seine erste Anhörung erfolgte, die mit der Entscheidung endete, Moskwins Aufenthalt zu verlängern. Auch 2014 und 2015 erfolgen weitere Verlängerungen, bis die behandelnden Ärzte im September 2018 schließlich berichteten, dass sie Moskwin nicht mehr als Gefahr für sich oder für andere einschätzen würden. Sie stellten eine Anfrage, die es erlauben würde, dass Moskwin seine Therapie ambulant und von zu Hause aus weiterführen kann.
nachdem eine weitere psychiatrische Begutachtung zu dem Entschluss kam, dass es für eine Entlassung noch zu früh sei, wurde diese Anfrage jedoch wieder zurückgezogen und Moskwins Aufenthalt wurde erneut verlängert. Auch die Familien der Opfer widersprechen der Idee, Moskwin wieder in die Gesellschaft zu entlassen, obwohl die behandelnden Psychiater inzwischen davon berichten, dass der Mann, der nun in seinen frühen 50ern ist, nennenswerte Fortschritte bei seiner Therapie zeigt. Gegenüber der Presse erklärt die Mutter von Moskwins erstem Opfer: "Diese Neuigkeiten darüber, dass er vielleicht entlassen werden soll, sind definitiv nicht gut. Ich habe große Angst davor, dass er wieder in alte Muster verfällt. Ich glaube nicht an seine Veränderung, denn er ist ein Fanatiker. Es wäre für uns so schwer, all diese Dinge erneut durchleben zu müssen, falls er auch die neuen Grabstätten aufspüren kann. Mein Gesundheitszustand wird immer schlechter und ich glaube nicht, dass ich das aushalten könnte." Weiter sagt sie: "Diese Kreatur brachte Angst und Panik in mein Leben. Ich erschaudere bei dem Gedanken, dass er frei herumlaufen wird. Weder meine Familie noch die Familien der anderen Opfer werden dann ruhig schlafen können. Er muss weiterhin überwacht werden. Ich bestehe auf eine lebenslange Strafe unter medizinischer Beobachtung, aber ohne die Möglichkeit, auf freien Fuß zu kommen. Ich kann die Ausmaße seiner kranken Taten immer noch kaum begreifen. Er lebte 9 Jahre lang mit meiner mumifizierten Tochter in seinem Schlafzimmer." Seit Moskwins Verurteilung haben viele seiner alten Kollegen den Kontakt zu ihm vollständig abgebrochen und auch seine Eltern leben inzwischen sozial isoliert, da sie aus der lokalen Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Im Jahr 2020 wurde schließlich erneut entschieden, Anatoli Moskwin zunächst nicht wieder freizulassen und auch heute noch befindet er sich in der psychiatrischen Klinik. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.